Grundsätzlich haben Lkw-Fahrer natürlich keine Angst vor Polizeikontrollen, warum auch. Aber es geht ihnen wie den meisten Verkehrsteilnehmern. Man weiß nie so ganz genau, ob man tatsächlich auch alles richtig gemacht hat. Fehler sind schnell passiert, erst recht in einem Gewerbe, wo Zeitdruck ein ständiger Begleiter ist und auch Auftraggeber oder Disponenten mitunter Druck machen. Und wenn die Polizei kontrolliert, dann guckt sie oft genau hin. Ganz egal, ob es dabei um die Einhaltung der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten, die Ladungssicherung oder um das zulässige Gesamtgewicht geht. Aber wie steht es eigentlich um das Verhältnis zwischen Lkw-Fahrern und Polizei? Wenn man mal die Hilfe braucht, sind sie nicht da. Und dann, wenn es unnötig ist, dann sind sie auf einmal da. Freund und Helfer, heißt das immer. Aber ich sag mal so, wenn sie abkassieren können, war das mit Freund und Helfer. Und sag ich mal, die letzten Jahre ist das so schlimm geworden im Transportgeschäft, da wird nur noch abkassiert. Also ich hab's auch schon gehabt, da muss ich in einen Umzugscontainer fahren, da muss ich ins Wohngebiet rein, da hat mir die Polizei geholfen. Mit regelmäßigen Fernfahrerstammtischen versucht die Autobahnpolizei seit vielen Jahren, einen besseren Kontakt zu den Fahrern aufzubauen. Devise: Kontrollen müssen sein und sie dienen der Sicherheit aller im Straßenverkehr. Und auch wenn der Begriff Stammtisch vielleicht ein wenig antiquiert wirkt, für Polizeihauptkommissar Peter Schilling und Polizeikommissar Alexander Plümpe von der Polizeidirektion Lüneburg ist das eine wirkliche Herzensangelegenheit. Beide sind gerade an der Raststätte Ostetal in Fahrtrichtung Hamburg eingetroffen. Wie denken die Polizisten über ihre Arbeit? Güterverkehr auf der Straße ist ein enorm bedeutendes Thema. Ich selbst will ja auch, dass mein Kühlschrank voll ist. Von daher habe ich mir gedacht, okay, Lkw, großes Problem, sollte man angehen, vor allem mit viel Herzblut, und deswegen engagiere ich mich da auch so sehr. Naja, der Lkw-Verkehr nimmt ja stetig zu und eine Abnahme ist überhaupt nicht in Sicht. Das heißt, es lohnt sich schon, oder es ist sehr wichtig, dass Leute da sind, die zumindest versuchen zu vermitteln. An über 20 Standorten im Bundesgebiet werden solche Stammtische inzwischen durchgeführt. Und manchmal ist es auch gar nicht so einfach, die Fahrer zu begeistern. Polizeihauptkommissar Peter Schilling, der ansonsten bei der Autobahnpolizei in Winsen an der Lue Streife fährt und ausgewiesener Experte für den Schwerlastverkehr ist, macht Werbung für die Abendveranstaltung. Es ist regnerisch und deshalb besonders mühsam, die Fahrer zu motivieren. Schönen guten Tag. Heute Abend ist Fernfahrerstammtisch hier. Thema ist Vermögensabschöpfung. Klingt ein bisschen dröge, aber da wollen wir mal aufzeigen, welche Möglichkeiten die Behörden haben, nicht nur immer den Fahrer zu schröpfen, sondern auch mal die zu erwischen, die dafür verantwortlich sind. In der Autobahnraststätte Ostetal haben sich inzwischen die Tische gefüllt. Viele der Fahrer, die hier sitzen, nehmen regelmäßig an der Veranstaltung teil, die bundesweit einheitlich immer am ersten Mittwoch im Monat stattfindet. Und sie kommen gerne, auch weil sie inzwischen wissen, dass es der Polizei bei Kontrollen nie persönlich um einen Fahrer geht, sondern weil die Sicherheit im Straßenverkehr nun mal Aufgabe der Polizei ist. Es ist immer interessant, nicht? Man nimmt ja sehr viel mit hier. Man weiß ja nicht alles, man kann auch nicht alles wissen. Wenn man nichts zu verbergen hat, dann ist das auch alles okay, denke ich. Und diese Informationen, die hier gegeben werden, sind für mich interessant und deswegen fahre ich hier ganz gerne her. Man baut Verständnis für beide Seiten auf. Die Polizei für unsere Belange und wir für die Belange der Polizei. Dass man sich eben auf der Straße deutlich angenehmer begegnet. Ja, das finde ich gut. Weil dann merkt man auch, dass die Polizisten sind auch Menschen und nicht einfach nur Beamte. Die machen ihren Job, wir machen unseren Job. So, und wenn wir da auf einer gewissen Augenhöhe miteinander auskommen, von beiden Seiten das Verständnis haben, die erzählen uns aus ihrem Alltag, wir erzählen uns aus unserem Alltag, ist es doch eine ganz andere Zusammenarbeit auf der Straße, als wenn man sagt, oh, Polizei, nicht schon wieder. Thema des Abends ist die Gewinnabschöpfung. Nach deutschem Recht versteht man darunter verschiedene Sanktionsmöglichkeiten für unrechtmäßiges Verhalten, bei dem Spediteure und Verlader hinterher zur Kasse gebeten werden. Wohlgemerkt, nicht die Lkw-Fahrer. Ziel ist es, dass sich Verstöße erst gar nicht mehr lohnen. Ich denke schon, dass da viele überrascht waren, auch anhand der Summen, die genannt wurden. Und von daher finde ich das auch wirklich wichtig, dass man das auch den Fahrern der Basis mal mitteilt.
dass wir halt versuchen, diejenigen zu bestrafen, die dafür verantwortlich sind. Fälle aus der polizeilichen Praxis gibt es genügend. Besonders häufig, so Polizeikommissar Alexander Plümpe, schreitet die Polizei bei Fällen von Überladung ein. Für die Lkw-Fahrer ein überaus spannendes Thema. Es ist Wissen, das schützt und nützt. Na, ich denke mal, dass der ein oder andere Kraftfahrer hier sich erwischt gefühlt hat, dass er selber dazu beiträgt, diese Gewinnabschöpfung stattfinden zu lassen und hat überhaupt nicht gewusst, wie viel Geld dahinter steckt. Das hätte ich so wirklich nicht gedacht, auch dass es eben so eine Vielzahl von Fällen noch gibt, die allein in so einem kleinen Bereich wie Sittensen zum Beispiel geahndet werden. Und auch in der Höhe ist es schon beachtlich. Und auch die Polizisten sind zufrieden. Dieser Abend war ein Erfolg. Fahrer lernen von Polizisten und Polizisten von Fahrern. Am Ende bleibt die Frage, ob sich denn beide Seiten vorstellen könnten, einmal den Job des anderen zu machen. Wir haben hier Insidergespräche und wir hören auch ganz viel von denen ihrer Arbeit, was die so berichten von unterwegs, von den Straßen. Und bei uns ist es so, wir können uns in das Lenkrad setzen und können dann für uns sein. Die können das nicht so mal eben. Mich würde schon mal die Perspektive eines Lkw-Fahrers interessieren. Also wenn ich mal für einen Tag tauschen könnte, würde ich das gerne machen, mich mal da oben reinsetzen, mal über die Autobahn fahren und einfach mal gucken, was das für ein Gefühl ist. Mehr gegenseitiges Verständnis und die Bereitschaft, sich in die Arbeitswelt der Lkw-Fahrer hineinzuversetzen, sind wichtige Voraussetzungen, um etwas zu bewegen. Die Fernfahrer-Stammtische der Polizei sind ein wichtiger Beitrag dazu.